So, meine Lastschickas, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Part 2 der Bloody Platy Nuzlocke Challenge. Und in diesem Part werden wir uns jetzt unser erstes Pokémon fangen. Ich glaube, Wieso hat wirklich nicht gezählt, weil ging ja schlecht, ne? Ich kann ja schlecht ein Wieso fangen, wenn ich keine Pokébälle habe. Denn dieses Mal werden wir uns ernsthaft unser erstes Pokémon fangen. Das erste Pokémon, was wir jetzt hier auf der Route begegnet, ist meins. Da fangen wir einfach mal an. So, jetzt bitte was Gutes, bitte was Gutes. Zickzacks! Weiblich! Was soll ich damit? Doch, Mann! So eine Scheiße! Ein Zickzacks, Alter! Wobei... Ey, hab ich... Ey! Darf ich das jetzt nicht mehr ins Team nehmen? Nee, ne? Ey, nee, ne? What kind of shit is this? Egal. Nächstes Pokémon. Oh, unglaublich, ey. Schwalbi. 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 Wisst ihr, ich will jetzt kein Risiko eingehen. Ich werde jetzt nicht Schwalbi so fangen. So. Irgendwas. Ach nee. Jetzt weigert es sich auch noch reinzukommen. Bitte, Schwalbini. Bitte mach keine Faxen. Schwalbini, damn, Alter. Der Part geht ja schon mal richtig gut los, ja? Also. Ey, Mann, jetzt, wo ich so richtig nachdenke, Zickzacks wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Mann! Ich komme jetzt gleich, habe ich auch noch gar keine Pokébälle mehr, ne? Will ich an die Schwalbini fangen? Ich kann dazu nichts mehr sagen! Ach, geht doch, bei 5 Pokémon ist er drin. Naja, ich wäre auch schon knapp ausgerastet, so Schwalbini. Es ist sehr mutig und stellt sich auch starken Gegnern. Es sucht ständig nach warmen Regionen. Okay, Schwalbini, wir nehmen dich. Wir nehmen dich einfach. Wir nennen dich. Genau. Wir nennen dich. Oh, so halte ich den Emulator an. Geil! Remix! Na egal. Wie nennen wir das? Ich brauche gerade einen Namen schnell für Schwalbini. Wie nennen wir es? Ah, genau. Ich habe einen guten Namen dafür. Ja, der Name ist gut. Ist auch eine Anlehnung. Ich hatte zwar schon Schwalbini in Armageddon, aber trotzdem. das ist guter Name. Moment. So. Okay, jetzt könnt ihr mal gespannt sein. Moment. Lilitelli! Ja, an Anlehnung an unsere schönen Schwalbenkönige. Aus Adrenalinscheu. Ja, Scheu ist scheiße. Aber Adrenalin ist gut. Unsere Schwalbenkönige aus Italien. So, und wisst ihr, wenn ich mir so recht überlege, haben wir noch Platz für weitere Pokémon. Wir müssen noch Tränke holen. Tränke sind sehr wichtig in der Nuzlocke Challenge. Und Gegengift. Gegengift. Ein und Paraheiler. So. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, wie im echten Leben. Nicht lustig. So. Ganz nebenbei, hier unten gibt es einen Supertrank. Einen Gegengift. Hä? Ich könnte schwören, das ist normalerweise ein Supertrank gewesen. Naja. Soll mir recht sein. Pff, ja, okay, dann nicht. So. Wir gehen jetzt erstmal nochmal unser Pokémon heilen. Danach würde ich sagen, gehen wir schnell noch Italiano ein bisschen trainieren, weil Level 6, 7 sollte es mindestens sein, bevor wir auf der Route weitermachen. Ich kann das jetzt Off-Stream machen. Ja, genau. Ich trainiere Italiano schnell Off-Stream bis Level 7. 7 ist gut. Bis dann. Nee, bis gleich, meine Freunde. So, meine süßen Freunde. Da sind wir aber auch schon wieder ganz schnell. Lilitelli auf Level 8 sogar. Hat Ruckzuck gelernt. 23 Initiative. Schnell wie ein Pfeil.
Aber was mir wirklich Sorgen macht, ist, es gab hier wirklich gute Pokémon. Unter anderem Hundestar. Hundestar gibt es jetzt fangen. Griffel gab noch. Auch sehr interessantes Pokémon. Und viele andere geile Pokémon. Aber dass ich dann ausgerechnet so ein komisches... Ja, so ein komisches Zickzacks bekommen habe. Das hat mich dann doch eher ein bisschen in Staunen und in Angst versetzt. Aber ja, wie dem auch sei... Ja. Es gibt noch das Wahrheitsufer. Am Wahrheitsufer haben wir auch noch ein Pokémon zur Auswahl, was wir uns fangen können. Und das werde ich natürlich voll ausnutzen. Ich hoffe, wir kriegen da irgendwas Geiles, irgendwas Interessantes. Komm, 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 komm. Okay, ein Bisasam. Boah, Bisasam ohne Scheiß. Das wird uns richtig nützlich sein. Wenn ich das fangen würde. Wenn ich das fangen könnte. Ich möchte das jetzt unbedingt haben. Ich meine, Leute, Bisasam ist doch wirklich... Gehe ich das Risiko ein? Oder... Ich werfe jetzt erst schon mal Welle. Ey, Bisasam ohne Scheiß. Boah. Bisasam, das würde ich so gern haben wollen. Aber das ist ein Start. Das heißt, es ist nicht schwer zu fangen. Hä? Ja, so viel zu schwer zu fangen. Korrekt. Haben wir noch einen Bisasam. Gefällt mir. Nach der Geburt nimmt das für seine Weile... Nee, nimmt das für eine Weile Nährstoffe in den Samen auf seinem Rücken auf. So. Wie nennen wir jetzt das Teil? Wisst ihr, was ich an den DS-Spielen so geil finde, sind diese... Sind diese kleinen Zeichen da unten. Aber ich sehe da jetzt nichts. Das ist gerade ein bisschen schade. Oder ich sehe da kaum was. Hm. Ist natürlich... Muss ich halt ein bisschen rumprobieren. Ja. Ich habe auch schon einen ganz interessanten Namen dafür. Nee, ich komme immer auf die Pause-Taste. Was ist da los? Du select. Ja, egal. Moment, Doktor. Ja, Samen, meine Freunde. Okay, das wird jetzt vielleicht ein bisschen kindisch. Ja, okay. Kann ich, muss zugeben, aber das ist halt einfach mein Humor, Dr. Sperm. Ja. Ne, nicht Plus. Wie komme ich auf Plus? Ich wollte doch einen Stern da haben. Nein! Och Mann. Ja, das, ich sehe da unten nicht, das ist die Sache. Das ist diese schwule Auflösung, die ich hier gewählt habe. Nein. Nein. Wo ist der Stern? Ein Stern! Der deinen Namen trägt. Alle Zeiten überlebt. Den schenke ich dir heute Nacht. Ah, wo ist der Stern? Lanzin Asnasichin. Wo ist der? Ich finde den nicht. Oh, da war eine Sonne. Was war das, hä? Wie? Och man, sorry Leute, ohne Scheiß, tut mir gerade richtig leid. Mann, wo ist der Stern? Moment, ich mach kurz Pause. So, und nach 2 Minuten habe ich es endlich gefunden. Oh, sorry Leute, das war gerade irgendwie ein bisschen gay, sorry. So, Dr. Sperm. Zaka, okay, neutrales Wesen. Ach, gefällt mir richtig gut. So, damit haben wir jetzt schon 2 echt gute Pokémon. Playboy 52 wird dann gleich abgelegt, den brauche ich nicht. Dann würde ich sagen, trainiere ich nochmal schnell Dr. Sperm offscreen. Oh, nun ist da... Oh, das würdest du gern haben! Mann, egal. Bisschen Speed geht immer. Okay, haben wir. Level 9 für Lil Italy. Oh, nice. Ich hätte das auch Ciabatta nennen können. Ciabatta-Brot. Boah, Ciabatta-Brot ist richtig lecker. Ciabatta-Brot ist echt unnormal. Choc-Güzel. Zack, einmal umzugeben, zweimal umzugeben. Down! Oh. Habt ihr eigentlich was gegen Speeden bei wilden Pokémon? Nee, ne? Bestimmt nicht. Ihr seid bestimmt nicht so welche pingeligen Ratten. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch, Alter. Um Gottes Willen. So. Dann würde ich sagen, einmal schnell aufheilen und danach offscreen trainieren, ne? Und ich glaube, ich mache mir so eine Liste. Also Seen der Kühnheit haben wir schon ein Pokémon gefangen. Dann auf der Route 201 verkackt. 202 haben wir eins.
Und ich würde sagen, wir machen da gleich. Ne, wir machen gleich hier weiter. Bis gleich. So, meine Freunde. Und da sind wir auch schon wieder. Dr. Sperm auf Level 9. Hier die Werte. Art Egelsamen und Rankenhieb lernen. Sehr günstig, wie ich finde. Und ich würde sagen, ich fassel mal lieber nicht so viel rum. Und wir machen dann endlich weiter mit unserem ersten Trainerkampf auch. Boah, das ist natürlich jetzt sehr spannend. Jeder Dings zählt. Jeder. Oh, Skunkapu, geil. Eigentlich nicht. Eigentlich Skunkapu richtig scheiße. Nein! Wag es nicht! Du willst mir doch nur hier meine Reise vermiesen. Scheiße, kann ich wieder zurück? Oh, ich hoffe mal, das überlebt. Ja, doch, ne? Boah, stellt euch mal vor, ich hätte jetzt keinen Gegengift oder so. Und ich hätte nur ganz wenig KP auf, Lilithali. Das wäre schon böse. Naja. Gut. Es gefällt mir nicht, das ist das Beste. Nee, egal. Das, da lasse ich es, glaube ich, gerade. Jetzt geht aber die Reise los mit den ersten Trainern, hoffe ich doch mal. Hoffentlich erreichen wir den zweiten Part endlich Jubelstadt. Oh, erster Trainer. Trainer ist natürlich schon Bloodyplatte auch geändert. Seht ihr, der Typ hat jetzt eine schwarze Cape auf. Du bist ein Pokémon-Trainer und das gilt auch für mich. Lass uns kämpfen. Ich gehe davon aus, dass ich die Kämpfe in Normalspeed ablaufen werde, weil doppelter Speed sollte reichen. Grasfasslevel 2? Ich hab... Okay. Ah, tue ich mal Dr. Sperm rein. Weil Dr. Sperm natürlich erst auf Level 6 ist. Ne, auf Level 9 ist. Rankenhieb. Okay. Also... Oh, Zickzack. Ich hätte jetzt auch eins. Wenn eine gewisse Person es nicht gehext hätte. Playboy 52? Naja. Wie dem auch sei, wie dem auch sei. Man kann halt nicht alles sagen. Bediza. Bediza! One it. Nice. Gut. Und Dr. Swim. Ja, fast wieder Level Up. Hälfte der Leiste voll. Was ist das? Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte. Danke. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, wir spielen das Spiel ja jetzt so seit 25 Minuten, 20 Minuten. Ich meine, Part 2 drehe ich jetzt direkt nach Part 1. Bablu! Geil, Wolke 7. Wolke 7 war mehr oder weniger nützlich. Ich fand es nicht schlimm, ich fand es auch nicht so billig. Es war ganz gut. Plaudergeil. Boah, Plaudergeil gibt es bestimmt richtig viele Erfahrungspunkte. Oder? Ja, 67. Ist ja schon was. Buh, halt's Maul. So, und ich denke, wir sollten diesen Part noch Jubelstadt erreichen. Taubsi. Scheiß auf Taubsi, wir haben Schwalbini. Schwalbini ist ein Liter. Haha. So. Okay, was hast du zu sagen? Komm her, komm her. Lass uns kämpfen, ich werde gewinnen. Na gut. Wenn du meinst, Logan Bayi, der bei Gladbach gefailt hat, der Pilot ist schlechthin. Habitat. Ich könnte jetzt Dr. Sperm reinschicken, werde ich auch. Auf die Gefahr hin, dass ich Typennachteil habe, aber Dr. Sperm ist 7 Level darüber. Wenn aber sowas passiert, dann kann ich für nichts garantieren. So, ja, egal, eh gesagt. So, bepflanzen wir das Teil, damit wir ein bisschen KP zurückbekommen. Denn, ja, vielleicht bringt uns das ja was. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ja, und schnabelt sich nur 2 HP ab. Ja, gut. Ja gut, sollen wir recht sein, sollen wir recht sein. Was haben wir noch? Schwalbini, bleiben wir drin. Der hat bestimmt diese ganzen 5 Flug-Pokémon. Ja, 5 Flug-Pokémon hat er bestimmt. Kann ich mir richtig vorstellen. Bei den stinkenden Trainern hier. Na, sollen sich alle mal duschen. Das sind bestimmt alle so komische RTL2-Gamer. Ne, RTL-Gamer. Prototype des Gamer. Prototype. Prototypen des Gamers. Ey, wir sind alle Gamern. Gamer. Ah, gutes wurde besiegt. Und Level 10 für Dr. Sperm. Zweiter Part, 2 Pokémon Level 10. So lob ich mir das. Star Lili. Mit seinen Star-Allüren. Haha. Wortwitz. Fand ihr den witzig? Also ich fand den gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr mich fragt. Na, wie dem auch sei. Warte mal. Warte mal, haben wir gerade echt nur 32 Pokédollar vom Gegner bekommen? Ja, stimmt. Da die Platte kriegen wir auch weniger Geld von den Trainern. Trainern! Oh, auch damit. Da muss ich aufpassen. Sowas könnte mir gegebenenfalls das Genick brechen.
Manche Pokémon erscheinen nur morgens, okay? Das ist gut zu wissen, du Stinker. So. Okay, was ist das? Lucia. Sie lutscht gerne. Was? Quatsch. Ist natürlich ein Kinderspiel, da nimmt man halt mal Lucia als Namen. Wir sagen natürlich nicht Lucia. Wieso auch? Was ist das? Wer ist das? Ja, diesen Typen gibt es auch nur in Platin. Nicht in Platin, Platin gibt es den auch. Das ist nämlich... Was? Rätselhafter Mann, wie konntet ihr das wissen? Wie habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt? Bla bla bla. Interessiert keinen, oder? Ja. Ich möchte jetzt nur schnell ins Pokémon Center, damit ich den Part auch beenden kann. Denn das wäre dann Part 2 von der Bloody Platin Nuzlocke Challenge. Lebel heißt die gute. Lebel, ja? Lebel. Was heißt Lebel? Woher kommt der Name? Französisch natürlich, aber was heißt das? Kampfkamera. Kampfkamera. Ich hab. Na egal. Wie dem auch sei, wie dem auch sei. Der Stranger ist abgehauen. Trainerschule. Denn, meine Freunde, wir müssen jetzt in die Trainerschule. Aber vorher werde ich den Park, glaube ich, beenden. Ich meine, wir haben jetzt 16 Minuten aufgenommen. 16 Minuten reicht doch. So 15 Minuten pro Part, wie immer. Bei Pokémon jedenfalls. Bei FIFA ist es ja gerne mal 30 Minuten. Aber naja. Meine Freunde. Gucken wir uns nochmal unser Team an. Lily Telly und Dr. Sperm, Playboy 52 kann ich, by the way, ablegen. Das wird nur unser Ergebnis hier verfälschen. So. Ich kann es natürlich benutzen, vielleicht werde ich es auch irgendwann mal benutzen, aber zur Zeit eher... Nee, eher nicht. So. Also, meine Freunde. Vielen lieben Dank für Zugucken. Und ja, haut rein, macht's gut, bis bald. Euer Binger, der Hartz-IV-Empfänger. Ciao.